das jetzt so runtersetze. Macht der mir gar nichts. Okay, ein bisschen scheiße. Okay, so habe ich eine Kollision so nicht. Okay, machen wir das mal so. Das geht nicht. Müssen wir hier kurz aufschütten. Das geht, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und dann versuchen wir das hier mal anzulegen. Das klappt ja wunderbar. So, weil wir werden nachher auch nicht mehr so starke Probleme haben mit den E-Loks. Ich würde einfach mal sagen, den Hügel. Den Hügel machen wir hier. Ein bisschen weg. Weil der mich ein bisschen nervt. Ich lasse es einfach mal ein bisschen grad. Also, ihr wisst ja, eigentlich wollen wir das ja als Wirtschaftsspiel spielen, aber bei mir kommt dann halt immer noch der Schönbauer durch. Also da bleibt nichts verschont. Wie ihr auch sicherlich an den Folgen davor schon gesehen habt, oder für die, die im Livestream dabei sind. Die wissen es ja sowieso. Aber bei mir muss es halt einfach zusammenpassen, ja. Vor allem auch mit den Gleisgeschwindigkeiten. Sieht auch nicht schlecht aus. Die normale Bahn geht hier ein bisschen den Hügel hoch und die neue macht einfach einen Strich durch das Gelände. Ist doch nicht schlecht, finde ich. Was haben wir hier? Hier haben wir, achso, wir haben ja 113 haben wir hier. 101 haben wir da. Schon fast ab hier neu bauen. Schauen wir mal. Mit 120 würden wir das sogar richtig gut hinbekommen. Wenn wir das hier auch noch gut hinbekommen. Scheiße. Reißen wir das halt eben kurz ab. Wenn sich das Spiel das so wünscht. Einmal, zweimal. Einmal da. Zweimal da. Wie weit kommen wir mit unseren 120? Ah, wir müssen zwischendurch mal kurz auf die Schnelle wechseln, das ist aber dann kein Problem. Ja. Ja. Habt ihr ja auch schon das ein oder andere Mal gesehen. So, da ziehen wir jetzt mal die Straße drüber.
Können wir im Grunde gleich eine große bauen. Baue ich das schnell ab. So, das sieht gut aus. Jetzt habe ich die Straße angebaut. Bauen wir das ganz nach oben, machen die 100. Ah, davor möchte ich gerne hier ein bisschen einebnen, damit man den Rest nicht so sieht nachher, wenn wir unsere neue Brücke hier stehen haben. So, hier das gleiche. Was ist das denn für ein Ministück? Fast hätte ich es übersehen. Ich wollte auch mal das Geländetool anpassen. Da habe ich gesehen, da gibt es jetzt sozusagen in der Base-Config gibt es jetzt eine Einstellung. Da kann man selber bestimmen, wie groß denn das minimale und die maximale Größe sein soll von diesem Geländetool. Finde ich eine gute Neuerung, muss man sagen. Ob die jetzt beim letzten Patch dazugekommen ist, weiß ich leider nicht. Oh, das ist ein bisschen arg tiefer als das umliegende Gelände. Kann das sein? So, wir achten natürlich wieder auf die 120. Okay, wenn ich so einen steilen Anstieg gar nicht brauche, dann machen wir es gleich mit dem. Machen hier flach. Also so baue ich im Grunde meine Brücke. Mach hier nur eins hoch, mach dann zwei hoch. Ah. So, mach dann wieder ein kurzes Stück eins hoch. Oder schon fast eben. Ja, das wird nicht reichen. Deshalb machen wir nochmal eins hoch. So, dann kommt sozusagen die Brücke. Die kommt bis etwa... Ja, bis wohin machen wir die denn? Auf jeden Fall so, dass der 120 ist oder 122, ist mir egal. So, und dann hier das gleiche wieder. Jetzt will ich nur kurz gucken. Okay, reichen tut's immer noch nicht. Wieder ein kleines Stück, nur eins nach unten mit 120. Oder 122. Dann ein ganz steiles. So, und dann halt irgendwie wieder abflachen. Könnten wir hier die 120 schon machen. Fast, ja. Das sieht ja schon fast gut aus. Wenn wir das hier eben machen. Moment kurz. Wenn wir das hier eben machen, dann können wir... Ah, nein, 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 hier. Dann können wir hier fast gerade anschließen. Ach, nimm doch hier das da, genau. So, hier ist 120. Baue ich mal das zweite Gleis, und zwar ist da hier. Genau das gleiche. Zack, einmal bis dahin.
Und hier dann die Schnellgleise oder die Hochgeschwindigkeitsgleise, je nachdem, wie ihr sie nennen wollt. Dann wären diese auch schon fertig. Wir sie noch mit ein paar Signalen. Ich setze sie absichtlich hinter den Bahnsteig, damit der Bahnsteig geschlossen ist, wenn der Zug kommt. So, da und da. Dann machen wir hier im Tunnel noch eine. So, dann müssen wir hier ein Einfahrsignal machen. Platziere das jetzt einfach mal hier hin, Bahnhofsausfahrsignal. Und dann hier nochmal. Und das müsste dann eigentlich passen. Ich muss das hier noch ein bisschen angleichen, weil das sieht nicht schön aus. Ein bisschen größer. Weil dann kriegen wir hier auch einen besseren Übergang hin. Hier ist genauso, wird bei mir alles eingeebnet, weil diese spitzen Ecken gefallen mir im Spiel überhaupt ganz und gar nicht. Auch ein bisschen aufgeschüttet, auch wenn da bald Häuser dastehen, aber dann hab ich's zumindest schon mal ordentlich verlassen. Ja gut, hier lassen wir es mal. Und ich hätte da ganz gerne, wenn ich jetzt wüsste, was wir für E-Loks haben, würde ich da ganz gerne E-Loks drauf schicken. Machen wir hier ein Depot hin. Haben wir nur das. Oh. Ja gut, das muss dann auch angeglichen werden. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, hier wegen dem Gefälle. So, was haben wir denn für E-Loks? Lokomotiven elektrisch. Da hätten wir die... Oder die da oder die da. Oder sogar, ich glaube, das ist eine amerikanische mit fast 6000 PS, deshalb 8000 PS. Hier haben wir 4500 PS. Ich würde jetzt einfach mal die 6000 PS Züge hier drauf schicken und zwar mit... Lass mich kurz überlegen, wir liefern hier Maschinen und Werkzeuge. Jetzt haben wir nur ein Problem, der Bahnhof da hinten ist für 160 Meter. Der hier. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Das ist jetzt ein bisschen arg dumm. Okay, warum haben wir das denn so gemacht? Ist für mich kein ersichtlicher Grund, weil wenn wir den hier aufstocken, erweitert er das Gleis nach hier. Was machen wir denn da? Müssen wir 160 Meter Züge drauf schicken? Ich würde einfach mal ja sagen.